Lau matos ma langi, ya pe ya lo swafa, ya mai lo malo, ya pai lo singalo lo langi, pe ya pai langi, ya pai mai ya te mato ya sine ya mato me al samle aso, ya pa mangale ya te mato ya mato sala, pe ya mato poi mato pa mangale na tu ya lo mai ya te mato, au poi ta sa mato pa so so, ala ya mato me le ama, wa yo ma no man man, aso me di no pa pa lo, amen. Thank you, Tom. You give them hope, but they don't change their own behavior. Next time they do, let them know it isn't helpful. Instead, encourage them and support them to take action. No more coal, no more oil, keep their carbon in the soil. No more coal, no more oil, keep their carbon in the soil. What do we want? Thank you.
Nach langem Suchen habe ich jetzt wieder einen Motor gefunden und mich den Berg raufziehen sollen. Es war nicht ganz einfach, diesen Motor zu montieren, weil das Ritzel ist jetzt grösser als das, was ich vorher hatte. Das heisst, ich muss auch hier das grössere Ritzel brauchen. Das heisst, anstelle vorher mit der normalen Kette, mit diesem und dem Ritzel zu fahren, habe ich jetzt das alles müssen ändern. Jetzt fahre ich mit dem mittleren eigentlich wie gehabt, die normalen Sachen, und die steilen Aufstieg fahre ich jetzt halt mit dem kleinen Ritzel. Und anstelle von dem, wo vorher der Motor dran war, ist, habe ich jetzt das grosse Ritzel mit dem Motor verbunden. So stimmt der Ratio wieder. Und das sollte dann wieder stimmen. Also, ich weiß es natürlich nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert mit dem ganzen Gepäck und dem Anhänger. Wegen der anderen Montage haben wir jetzt die Auflageblöcke ganz knapp abgeschnitten. Jetzt sind sie etwa fast gleich breit wie das Rohr. Was ganz neu ist, ist der Kettenspanner da, wo ich die Kette immer wieder neu nachspannen kann, wenn das mit dem System, wo ich da eigentlich den ganzen Motor aufdrehen kann, nicht ganz gut funktionieren würde. Zusätzlich habe ich jetzt natürlich auch die Lichter anders montieren müssen. Und die sind jetzt halt weiter oben montiert. Ist nicht ganz so mein Wunsch, aber es geht nicht anders. Ich habe wirklich keinen anderen Platz gefunden, um die zu montieren. Was auch neu ist, ist der neue Gasgriff, den wir hier haben. Der hat jetzt zusätzlich einen Schlüssel, das heisst, der muss zuerst gedreht werden, bevor ich ihn anzünden kann. Und dann geht es dann da los. Aber ich werde jetzt da nicht drücken, weil sonst haut es mir das ganze Dreieck in die Wand rein. Weil jetzt der Lichtschalter fehlt, haben wir jetzt hier einen neuen montiert. Und den dann direkt mit der Batterie verbunden, dass wir jetzt auch vorne hübsches Licht haben. Ein neuer Motor kommt natürlich auch mit dem neuen Controller. Und den haben wir jetzt hier können montieren. Das hat immer noch genug Platz für den Taschen ebenso. Und alles hübsch verdrahtet und verpackt, damit es hoffentlich schön wasserdicht ist. Und alles unten durch schön verleiht bis vorne. Für mein neues Telefon habe ich natürlich auch einen hübschen Anschluss gemacht, den ich schön unten durch verlegt habe. Und dann hier bis hinten zum Solarpanel dann ziehen. Schlussendlich hat es mir dann auch noch meine hübsche Hupe auseinandergenommen. Das heisst, es hat einfach nicht mehr gehupt. Und jetzt haben wir hier eine neue. Grossartige Hilfe habe ich hier in Auckland von LS Engineering beim Pol gefunden, wo mir geholfen hat, meinen Motor zu montieren.